Avengers sammeln. Lernen wir den Supersoldaten mit dem goldenen Herzen und einer bewegten Geschichte kennen. Captain America alias Steve Rogers. In den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts war Steve Rogers nur ein schmächtiger Kerl mit mächtig Mut, der im Zweiten Weltkrieg sein Land beschützen wollte. Doch die Army sah in ihm nur einen abgemagerten Schwächling und lehnte ihn ab. Aber er wollte unbedingt helfen und meldete sich als Versuchsperson für ein geheimes Projekt zur Erprobung eines neuen Supersoldatenserums. Das Experiment verschaffte Steve eine völlig neue Statur, optimierte seine körperlichen Fähigkeiten und machte ihn zu Captain America. Seine neuen Muskeln waren stärker und widerstandsfähiger. Außerdem konnte er nun schneller laufen und mit enormer Geschicklichkeit reagieren. An der Spitze seines Trupps schärfte Steve seine Fähigkeiten als Anführer und Militärstratege, um den Feind zu überlisten. Auf dem Schlachtfeld lernte er seinen legendären Schild so zu werfen, dass er Feinde aus sicherer Entfernung entwaffnete und dann wieder zu ihm zurückkehrte. Mit all diesen neuen Kräften und Erfahrungen half Steve seiner Nation und ihren Alliierten, den Krieg zu gewinnen. Doch Captain America wurde im Kampf außer Gefecht gesetzt und verfiel in einen Kälteschlaf. Er war auf Eis gelegt. Jahre später wurde er von den Avengers entdeckt, aufgetaut und aufgenommen. Und obwohl Steve schon sehr lange als Held unterwegs ist, kann er immer noch mit anderen wie Iron Man, Hulk, Black Widow, Thor, Captain Marvel und Black Panther mithalten. Dank seiner militärischen Fähigkeiten, jahrelanger Erfahrung und seiner Supersoldatenkräfte ist Cap ein natürlicher Anführer für das Team. Mit seinem symbolträchtigen Schild gibt Captain America alles, um die Schwachen zu schützen und das Richtige zu tun. Wenn Erfahrung gefragt ist, können die Avengers darauf zählen, dass Cap stets schützend zur Stelle ist.